Moin, willkommen in Norderstedt am Bahnhof Norderstedt Mitte. Hier kann man umsteigen zwischen der U-Bahn-Linie U1 der Hamburger Hochbahn und der Linie A2 der AKN Eisenbahn GmbH. Die U-Bahn hält auf den beiden äußeren Gleisen und die AKN auf dem mittleren Gleis. An diesem Tag wurde die Hochbahn von der Gewerkschaft Verdi bestreikt. Deshalb sind keine U-Bahnen zu sehen. Die AKN setzt auf der Linie A2 meistens Triebwagen des Typs Lind 54 ein. Norderstedt ist die viertgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Unmittelbar neben der AKN-Strecke gibt es aber immer wieder auch Flächen, auf denen Tiere gehalten werden. Gleich nördlich liegt der Bahnübergang an der Waldstraße. Wir sehen einen Zug nach Norderstedt Mitte. Nördlich der Waldstraße, von diesem Grünstreifen aus, ist schon der Halt Moorbeekhalle zu sehen. Es folgt der Haltepunkt Friedrichsgarbe. Dort kommt ein Zug auf der weiten Kurve von der Station Quickborner Straße. Südlich von Friedrichsgarbe führt die Strecke durch eine andere Landschaft als bisher. Auf beiden Seiten der Bahnstrecke stehen Industriegebäude und Lagerhallen. Am Haltepunkt Quickborner Straße endet die zusammenhängende Bebauung. Wir stehen hier aber noch auf Norderstedter Gebiet. Die Stadt wurde 1970 gegründet. Sie entstand durch Vereinigung der vier Gemeinden Garstedt, Friedrichsgarbe, Harksheide und Glashütte. Darum besitzt Norderstedt so eine große Fläche. Ein Zug nach Norderstedt Mitte kommt an und fährt nach kurzem Aufenthalt weiter.
Etwa 400 Meter nördlich liegt der Abzweig zur Norderstedter Industriebahn. Ein Triebwagen fährt in Richtung Ulzburg Süd und Neumünster. Der Haltepunkt Haslow-Furt ist ungefähr 500 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt. Er liegt am Rande eines Waldes. Nördlich von Haslow-Furt folgt der Haltepunkt Meschensee. Er liegt gerade noch auf Norderstedter Gebiet. Die beiden Richtungsbahnsteige sind hier versetzt angeordnet. Sie liegen nördlich und südlich der Straße Elfenhagen. Wir sehen zuerst einen Zug in Richtung Norden. Es folgt ein Zug nach Süden, nach Norderstedt-Mitte. Früher, in den 1960er und 1970er Jahren, hieß diese Station Meschensee-Alsterquelle. Tatsächlich ist es von hier aus auch nicht weit zur Quelle der Alster. Es sind nur etwa 2,5 Kilometer. Der Fluss entspringt unter einem dekorativen Gitter. Die Alster schlängelt sich von der Quelle aus zuerst durch das südliche Holstein. Bei den Stadtteilen Duvenstedt und Wohldorf-Ohlstedt erreicht sie das Hamburger Stadtgebiet. Schließlich, im Zentrum von Hamburg, bildet die Alster die zwei großen Wasserflächen Außenalster und Binnenalster. Die Binnenalster sehen wir hier. Die Strecke der A2 erreicht nördlich von Meschensee den Bahnhof Ulzburg Süd. Bis zum Juli 2023 war dies der Endpunkt der Linie A2. Die Züge wendeten wie in Norderstedt auf dem mittleren Gleis. Seit August 2023 fährt die A2 von Norderstedt über Ulzburg Süd weiter nach Neumünster und zurück. Hier sehen wir zwei VTA-Triebwagen auf der A1. Daneben setzt die AKN auch Triebwagen des Typs Lind 41 ein.
Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.